Hallo! Heute sind wir wieder bei Yoshi's Island mit einer lustigen Lava-Welt, wie es aussieht. Und zwar Nebelgrotte. Oh! Oh! Hier ist ja wirklich Lava. Scheiße. Das heißt, einmal in diese komische Lava da fallen und ich bin tot. Und hier haben wir Eisdinger. Oh man, so Eis und Lava einfach mal zusammen alles. Kann ich mich eigentlich auch hier dran stoßen? Nö, hier dran kann ich mich nicht stoßen, weil keine Spitze mehr dran ist. Oh man, das Level wird lustig. Okay, auf einmal kommt aus dem Nix dieses Ding hier. Ich will es hochrollen. Ne, das kann man gar nicht hochrollen. Und zufällig fallen alle Eisdinger immer runter. Jetzt immer Eiszapfen immer runter. Sobald ich irgendwie da bin. Ist euch das mal aufgefallen? Ah, Gegner? Oh, Eier. Oh, scheiße. Komm her, bitte. Essen. Das wird zerstört. Warte, ist da unten was? Nee, doch nicht. Doch, hä? Nein, da unten war was, wo ich 100% erreiche. Habe ich recht? Ich glaube, ich habe alles bekommen. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich hoffe. Da oben war ich auch noch was. Ey, Mann. Ich mag das Level jetzt schon nicht, ne? Allein schon, weil es Gold. Das versaut schon einiges bei mir. Gut, da oben war echt nur... Ne, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob da oben was war. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da auch alle roten Münzen von eben noch gekriegt habe. Ich meine, könnte ja auch sein, dass irgendwie das nicht passiert ist. Weiß man ja nicht. Oh. Ah gut, der kommt wenigstens hier rüber. Ich dachte, der wäre jetzt über der Lava rumschwören. Dann wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Ein brennender Typ. Wir nehmen ihn gerne bei uns auf. Oder in uns auf. Diese brennenden Scheigeis habe ich übrigens nur in einem einzigen anderen Spiel danach gesehen. Und zwar in Paper Mario. Ich glaube, dem ersten auch nur. Da gibt es die in Scheigeis Toybox. Also in dieser Spielebox da, was die vierte Welt da ist oder so. Und da gibt es alle möglichen Shy Guys. Normale, welche auf dem Luftballon, Medipack, Shy Guys, keine Ahnung. Clowns. Was gab's dann noch? Da gab's noch viel mehr. Muss ich das... In welche Richtung muss das denn hin? Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Das interessiert mich mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich schieb's jetzt einfach dahin. Tschüss. Okay, wir haben immer noch keinen Checkpoint gehabt, oder? Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, ist immer noch alles vorbei. Und das dauert ja schon ziemlich lange hier, ne? Warte, den will ich essen zumindest. Gut. Dann hoch oder runter? Ey, Mann, das ist immer die Frage, ne? Ja. Hoch. Ah, das sind auch nur normale Münzen, gut. Ey, man weiß ja nie vorher, ne? Das ist so fies. Runter vielleicht jetzt. Ich meine, das sieht aus, als könnte man da lang manchmal. Und ich glaube auch diesmal konnte man da lang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, gut. Das wäre geschafft. Zumindest bis hierhin. Aber ich habe keinen Checkpoint, also ist eigentlich auch gar nichts geschafft. Komm hier, einfach auf mich drauf runtergeflogen. Oh, das muss ich haben. Nein, ich muss da in diese Tür. Boah, wisst ihr wie... Nee, tut mir leid, das Risiko will ich jetzt irgendwie nicht eingehen gerade. Das... Ich glaube, die Chance, dass ich das geschafft hätte, wäre vielleicht 50-50, schätze ich mal grob. Ich habe keinen Bock, diese 4 Minuten, die ich jetzt hier schon hänge, nochmal zu machen. Ich weiß, ich werde es nochmal durchspielen müssen wahrscheinlich, aber... Boah, jetzt nicht. Jetzt ist mir das gerade ein bisschen zu extrem. Ich meine, wenn er vorher ein Checkpoint wäre, kein Problem. Ich meine, ist ja nur ein Leben. Oh, und es scrollt weiter. Ich dachte schon, ne? Gut. Ich glaube, die 100% können wir uns streichen diesmal. Ah, es scrollt schnell. Ey, okay, das könnte interessant werden. Diese Typen rennen ja auch immer rum. Wir folgen denen irgendwie. Boah, jetzt will ich die töten. Okay, jetzt sind es nur 2. Und der wird auch weggeslampt. Einer ist, glaube ich, entkommen. Und ist spätestens in diese Schlucht da rein können. Okay, jetzt fallen hier überall Steine aus dem Himmel.
Das ist nicht gerade nett, ne? Nur mal so angemerkt. Und ich versuche mich immer dahin zu positionieren, wo gerade einer hingefallen ist, weil ich glaube nicht, dass da direkt noch einer hinfällt. Oh Mann. Ob ich da hinterher komme schnell? Ja. Oh oh. Genau das habe ich befürchtet. Und daneben. Gut. Ich vermute mal, ja, ein paar Sachen haben wir wirklich verpasst. Aber das Level haben wir gelöst. Es war eins der fiesesten Levels. Und es wird noch fieser auf 100% zu schaffen. Na gut. Oder na nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen beängstigt, dieses Level nachzuspielen. Auf 100%. Oh Mann, ich meine. Seht es euch an. Eine rote Münze war ich, glaube ich, da ich hier gerade diesen Fall da nicht bekommen habe. Aber dann muss wohl in dieser Tür 5 rote Münzen und eine Blume drin gewesen sein. Jetzt haben wir ein Level mit einem Scheigeist. Ja, ey, das ist ein Wortspiel. Tiefgründiges Grauen. Das ist wirklich sehr tiefgründig. Jump einfach rüber. Dann jump ich mal hier hin. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ein Leben. Ah, das Level ändere ich mich noch ein bisschen. Hier komme ich nicht hoch, meine ich, ne? Also nicht normal hoch. Ich brauche eins dieser coolen Steine hier. Bam, mit mega Geschwindigkeit und bam, dann fällt er hier rein. Dann kann ich. Dann mache ich den hier auf. Und da habe ich meinen Spaß und hier kann ich mich durchbohren. Gut, das war glaube ich auch so eine Art Labyrinth-Level oder so. Ich meine, es gibt hier mehrere Wege, das sehen wir jetzt schon mal auf Anhieb. Wir haben diesen Stein, wir wissen nicht wohin damit. Aber die Richtung sieht schon ganz gut aus damit. Einfach durch, einfach durch. Ich gehe hier lang. Dann ist er wieder da. Ich schiebe einfach weiter. Gut, einen Schlüssel. Kann ja schon mal nicht verkehrt sein. Und hier ein langer Weg. Und das sind nur normale Münzen. Was ist das denn für ein Geist? Du bist der Geist. Ich mach dich fertig. Und Sternenkreis. Irgendwie. Hey, das gefällt mir, ja. Und dann geht's hier runter. Ich glaube, habe ich alles gefunden hier jetzt? Ich glaube mal. Ich hoffe, hier habe ich nichts übersehen. Und das war noch nicht mal für einen Bonusraum. Es ist echt notwendig gewesen, diese Schlüssel zu bekommen. Doch hier haben wir, nee, hier haben wir nur einen Weg, gut. Wenn es nur einen Weg gibt, das freut mich immer sehr, weil ich dann genau weiß, was hier gerade abgeht. Okay, so nicht. So. Und da habe ich schon 30 Dinger voll, das ist doch wunderschön. Okay, da gibt es gleich noch was. Oh, Moment, nicht so schnell. Erstmal will ich hier lang. Wo ein Boxer auf mich wartet. Okay, irgendwie gibt es hier gar nichts, kann das sein? Hey, nö. Diese Stinke. Oh, nein, was habe ich denn da? Boah, jetzt sieht es aus, als hätte ich so viel verpasst, ne? Okay, immer schön langsam. Kann ich irgendwie... Ja. Hey, ich krieg sogar 2 Dinger davon. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Weg gibt, da hochzugehen, aber... Okay, dann habe ich das zumindest. Und weitere Sterne. Hab wieder 30. Hä? Das waren 2 Stück. Oder hatte ich 27 Punkte? Das kann auch sein. Oh shit. Okay, da habe ich die 30 voll. Ich kann nicht. Doch, das kann ich. Aber ich kann ihn nicht holen damit. Und mir sind die Eier rausgegangen. Gut, die 2 Typen spendieren mir ja noch was. Ey, wieso ist er wieder zugegangen? Jetzt haben wir hier drin. Ein Leben. Das war's dann. Oh Mann. Ich nehme das. Das habe ich glaube ich noch nie benutzt. So, damit kann nichts verkehrt laufen. Ein Schlüssel kommt raus. Auch noch. Ich weiß nur nicht, welche Tür ich jetzt muss. Welcher Weg ist optional und welcher ist der echte. Das hier sieht mir aber noch ein bisschen optional aus. Das freut mich natürlich. Ich esse mal diese Typen hier. Gehe dann hoch nach links. Ich weiß nicht welchen Weg. Es gibt immer so viele Wege. Was ist denn da los? Und selbst hier haben wir noch 2 Wege. Das heißt, wir haben jeweils immer 2 Wege. Von den 2 Wegen tun sich immer 2 neue Wege auf. Das hilft mir wirklich gar nicht. Ich meine, jetzt haben wir das. Da ist eine 4 irgendwie drin. Wo komme ich hier wieder raus? Ich komme.
Okay, irgendwo raus, wo ich nicht mehr zurück kann. Ich glaube, ich habe... Scheiße. Ich habe allein jetzt... Ah, ich komme hier wieder raus. Aber ich habe schon Scheiße gebaut, weil ich da was übersehen habe. Warte, da oben war da auch noch was. Das kriege ich nicht, ne? Ich will das, um ehrlich zu sein, nochmal machen. Also. Das ist jetzt voll komplex hier alles. Also erstmal das hier. Für diese Blume. Dann gehe ich diesmal hier entlang. Wo er auch eine Tür auf mich wartet. Ach, die kann ich einfach aufbohren. Krass. Ah ne, hier mit dem Kopf natürlich. Genau. Gut, dann hier durch. Und dann komme ich hier raus. Okay, ich weiß gar nicht, wo mich dann der Weg hinführt. Wenn ich in diese Tür da reingehe, wo ich gerade rauskam. Ob ich auch wirklich wieder reinkomme, wo ich gerade da war. Oder ob das mal wieder was ganz anderes ist. Eben war ich ja auch. Das hätte nicht sein dürfen. Hier sind Zahlen irgendwie drin reingeritzt. Eben habe ich auch die Zahl 2 gesehen. Hier ist die Zahl 6. Ah, Moment. Welchen Weg bin ich eben gegangen? Bin ich eben hier lang gelaufen? Ich glaube, dann will ich den Weg jetzt erstmal nochmal gehen. Nochmal den Weg. Weil ich einiges übersehen habe. Ich muss einen kleinen Sprung machen. Für 2 rote Münzen. Und dann... Moment. Ist auch nichts versteckt, ja? Okay, gut. Dann... hier mich runterhauen, aber... Da war ja die ganze Zeit irgendwie noch das, also so eine Wolke da, aber die kriege ich ja irgendwie auch gar nicht mehr dann. Auch sehr komisch. Oder noch eine Idee. Okay, das war jetzt komisch. Ich hau ein Alter hoch, Alter. Was? Oh, ich habe ihn gehauen. Und sein komisches Ding fliegt da immer noch rum. Warte mal. Ah, seht ihr? Das hat irgendwas zu bedeuten. Nur ist blöd ist, wie komme ich jetzt nochmal da hoch? Okay, vergesst es. Wir gehen einfach nochmal da rein. Also, boah, wie zeitaufwendig das Ganze ist, ne? Krass. Gut. Welchen Weg bin ich denn eben nicht gegangen? Ich bin eben nicht hier hoch, ne? Oh nein, jetzt habe ich keinen langen Sprung gemacht, um... Warte, das kriege ich trotzdem noch hin, oder? Ja. Ah, Mensch. Okay, warte, die kann ich zumindest verbrennen, oder? Ja. Ah, dann komme ich... Ah, scheiße, die Typen sind voll im Nun und ich habe nur Feuer in meinem Ding. Ah. Gut, ich habe zumindest alle roten Münzen schon mal voll. Blumen habe ich auch. Moment, dann habe ich schon alles voll. Aber ich muss noch irgendwie ein paar Sterne kriegen. Ich wurde zu oft getroffen einfach. Gut, ich komme hier irgendwie an. Doch, ich will dahin. Da war ich, das ist ja dieses Ding, was mich dann nach rechts trägt. Ach so, warte, ich aktiviere den jetzt. Ich muss ein Ei da hochschießen. So. Genau. So, dann baut sich hier eine Brücke und dann kann ich nochmal nach oben springen und da lang. Würde ich mal sagen. Ich habe irgendwie auch einen Schlüssel dabei. Ein Schlüssel. Okay, dann vorsichtig, nicht runterfallen, ne? Hier hoch. Und da rein. Ja, langsam löst sich alles. Gut, hier rollt noch ein Stein runter. Und Ziel. So, wir haben aber nicht 100% erreicht. Also nicht 100, also 30 von den Sternen. So, aber wir haben hier noch 10. Einmal 10 und einmal 20 übrig. Dann nehmen wir den 10er. Und jumpen hier rein. Mit Bonus. So gefällt mir das. Yeah. Stark. Gut. Habe ich auch hier 100% erreicht. Freut mich. Habe ich sogar mehr 100% als in Welt 5 hier? Kann das sein? Also eigentlich habe ich mit viel weniger gerechnet. Schon Memory wieder. Gut.
Ich habe mir wenig gemerkt, aber ich glaube, ich habe mir die wichtigsten Sachen für mich, glaube ich, gemerkt. Das war die Sterndinger. So, die beiden habe ich nicht gemerkt. Den Rest habe ich mir nicht wirklich gemerkt. Weil es mir eigentlich in erster Linie wirklich auf die da ankommt. Okay, jetzt der Rest. Da habe ich mir wirklich gar nichts mehr gemerkt. Ne? Es könnte sein, dass das hier da unten ist. Okay. Es könnte auch sein, dass das Pauling vielleicht da drüber ist. Könnte, ja. Es könnte auch sein, dass das Ding vielleicht rechts daneben ist. Wow, okay. Okay. Ich rate die ganze Zeit, ne? Es könnte auch sein, dass die Melone links daneben ist. Boah, ey, ich hab's geschafft. Ich freue mich gerade, ne? Ich glaube, das da drüber war eine Lupe. Also eigentlich das nutzloseste Item. Oh, dann habe ich es geschafft. Mit guten Raten. Zwei Sachen habe ich mir nämlich nur gemerkt von denen. Ja, yeah, 10 Leben. Boy, hier kann man mich am besten absahen. Und immer wird hier rumgejumpt. Baby Mario sitzt einfach nur rum. Der denkt einfach, ja, Leben und... Ich meine, ich bin Mario. Boah, dann haben wir jetzt über 200 Leben. Das ist hier so verrückt. Gut, wir kommen ins vorletzte Level. Beim nächsten Mal, wo... Ich glaube, ich erinnere mich noch teilweise dran. Es ist sehr viel mit irgendwelchen Plattformen und Runterfallen und Fürchterlichkeit, ne? Wir kommen langsam zum Ende, ne? Ist euch das bewusst, liebe Kinder? Aber wir haben noch Bonus-Levels danach, die ich dann noch nachspielen muss, ne? Gut, ich danke euch fürs Zusehen und beim nächsten Mal haben wir dann den Spaß. Falls überhaupt so viel Zeit ist, noch das letzte Schloss dann zu machen. Ich glaube schon. Ich glaube, beim nächsten Part kommt das letzte Schloss dann auch noch dran. Bis dahin.